Jetzt nehme ich ein Differentialgleichungssystem, was diesem hier fürchterlich ähnlich sieht, aber ich schreibe unten ein plus t dazu. Ich schreibe es nochmal neu hin. Meine Funktion x abgeleitet, abhängige Variable x abgeleitet, soll sein 2x plus y, wie bisher. Y abgeleitet soll sein 3y wie bisher, aber jetzt kommt noch plus t dazu. Also ein lineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung. Und nun ist es, wie eben beschrieben, inhomogen, wegen des plus t. Und ich gebe noch eine Anfangsbedingung, dieselbe wie eben. X soll zurzeit 0 gleich 5 sein und y soll zurzeit 0 gleich 7 sein. Finden Sie die Lösung dieses linearen Differentialgleichungssystems zu dieser Anfangsbedingung. Es gibt nur eine Lösung zu dieser Anfangsbedingung. Finden Sie die. Also das Schema im Großen und Ganzen, wie wir es bei Differentialgleichungen, nicht Systemen, gesehen hatten. Lineare Differentialgleichungen inhomogen. Wie macht man das? Schritt 1. Sie machen die Differentialgleichung, hier das System, homogen und lösen das allgemein. Ich schreibe hier mal Schritt 1, homogene Form, allgemein lösen. Das haben wir schon gemacht. Das war die Aufgabe von eben. Sie nehmen das plus t weg, das ist die homogene Form, und lösen das allgemein, haben wir schon erledigt. Gut. Schritt 2, der ist noch nicht gemacht. Finde eine spezielle Lösung der ursprünglichen Differentialgleichung, der inhomogenen Form. In diesem Fall des Differentialgleichungssystems, des DGL-Systems. Irgendein xy, dass das kann, mit dem t da unten drin. Dann weiß ich drittens, die allgemeine Lösung der Originaldifferentialgleichung, der DGL, inhomogen, beziehungsweise des DGL-Systems, geht da genauso durch, ist die Summe aus 1 plus 2. Und dann könnte man viertens noch die Anfangsbedingungen einbauen. Das wäre, was zu tun ist. Wir sind jetzt bei Schritt 2. Finde eine spezielle Lösung dieses Differentialgleichungssystems. Wir suchen eine spezielle Lösung von. Die Ableitung von x nach der Zeit ist 2x plus y. 2x plus y. Und die Ableitung von y nach der Zeit ist 3y. Davon eine spezielle Lösung. Irgendein x von t, y von t, zwei Funktionen, die das können. Oh, plus die Zeit natürlich. Die inhomogene Variante brauche ich natürlich, die Originaldifferentialgleichung. Ich suche eine Funktion x von t, eine Funktion y von t, die das kann. Ich fange sinnvollerweise hier mit der unteren Gleichung an. Da kommt nämlich nur y vor. In der oberen kommt auch noch x vor, das macht es eklig. Wenn Sie sich die untere Gleichung angucken, Sie suchen etwas simpelstmögliches für y. Wie fangen Sie an? So, wir probieren also was Lineares für y. Das wäre mein Ansatz. Ich fange mit y an. Ansatz y von t ist gleich a mal t plus b. Quadratisch war etwas aufwendig. Wenn Sie es y quadratisch von t abhängen haben, dann wird diese Ableitung linear von t abhängen, so und so viel mal t plus irgendwas. Hier haben Sie aber immer noch das Quadrat drin. Dann steht da so ein einzelnes Quadrat. Das brauche ich offensichtlich nicht. Es müsste linear gehen. Wenn Sie den Ansatz einsetzen, finden Sie, die Ableitung ist a. Und das soll jetzt sein 3 mal y, also 3 mal at plus b. 3 mal at plus b in Klammern dann. Plus t. Und jetzt müssten Sie was sagen können zu a und b. Finde ich a und b? Ja, finde ich. Finde ich a und b, dass das klappt für alle Zeiten t. Wie wählen Sie a und b? Man könnte jetzt Werte von t einsetzen, zum Beispiel t gleich 0 einsetzen und gucken, was bedeutet das? T gleich 1 einsetzen, was bedeutet das in der Gleichung? Oder einen Koeffizientenvergleich. Anmerkung, wenn Sie haben, dass a mal t Quadrat plus b mal t plus c gleich 7 mal t Quadrat plus 8 mal t plus 9 sein soll für alle t, dann wissen Sie, a muss 7 sein, b muss 8 sein und c muss 9 sein. Da geht kein Weg dran vorbei. Koeffizientenvergleich. Was passiert hier, wenn Sie einen Koeffizientenvergleich machen? Okay. Was steht links mit dem Faktor t? Nichts. 0. Was steht rechts mit dem Faktor t? 3a plus 1. 3a plus 1. Das ist der Koeffizient von t. Links
rechts, muss derselbe sein. Was steht ohne irgendein t? Links a und rechts ist es 3 mal b. Die beiden Gleichungen finde ich. Und das heißt also, mal weitermachen hier, das heißt also a muss minus 1 Drittel sein. 3 mal minus 1 Drittel ist minus 1 plus 1 ist 0. Und b, oh je, muss minus 1 Neuntel sein, damit das hinhaut. 3 mal minus 1 Neuntel ist minus 1 Drittel, ist gleich a. Jetzt habe ich etwas gefunden für y. Also nehmen wir y ist gleich minus 1 Drittel t minus 1 Neuntel. Ich kenne y. Das Blöde ist, jetzt kenne ich x noch nicht. Was kann ich nun mit x veranstalten? Ich brauche ja x und y. Ich suche eine spezielle Lösung dieses Differentialgleichungssystems. Ich brauche zwei Funktionen, eine Funktion x, eine y. Y habe ich. Was machen wir mit x? Ich habe eine Funktion y gefunden, die das untere schon mal kann. Jetzt brauche ich eine Funktion x, die das obere kann. Mit unserem y natürlich, die müssen zusammenspielen. Also suche x mit folgendem. Doppelpunkt. Die Ableitung von x nach der Zeit ist 2 mal x plus, und jetzt kommt unser grandioses y hier, minus 1 Drittel t minus 1 Neuntel. Jetzt brauche ich einen Ansatz für x. Also wieder ein Ansatz von dieser Form, linear. Ich schreibe jetzt mal c mal t plus d. Sinnvollerweise, die Zahlen werden jetzt höchstwahrscheinlich andere sein. Für das x nehme ich was Lineares. Eine Gerade. Das kann ich hoffentlich mit diesem t kombinieren. Und hier, wenn ich ableite, kommt d daraus. Toll, toll, toll. Müsste funktionieren. Gucken wir, was passiert. Wir nehmen diesen Ansatz, setzen ein. Die Ableitung ist c. Auf der rechten Seite steht 2 mal ct plus d minus 1 Drittel t minus 1 Neuntel. Und jetzt sollten Sie wissen, wie Sie c und d bestimmen können. Was lerne ich jetzt über c und d? Diese Gleichung muss für alle t gelten. Was lerne ich über c und d? So, wie viel t hoch 0 habe ich links? C, t hoch 0. Wie viel t hoch 0 habe ich rechts? 2d minus 1 Neuntel. T minus 1 Neuntel. Ah, ich glaube, ich habe es eben andersrum aufgeschrieben. Egal. Zwei Gleichungen, welche Reihenfolge auch immer. Wie viel t hoch 1 habe ich links? 0. Wie viel t hoch 1 habe ich rechts? 2c. Und dann kommt dann noch minus 1 Drittel. Und hoffentlich kann man das relativ zügig lösen. Hier unten kriegen Sie c raus. C ist also 1 Sechstel. 2 mal 1 Sechstel ist 1 Drittel, minus 1 Drittel ist 0. Und mit der ersten Gleichung kriege ich d raus. Das ist jetzt nicht mehr so lustig. 1 Sechstel plus 1 Neuntel. 1 Sechstel plus 1 Neuntel. Das ist übergebracht durch 2. Mal gerade sehen, wenn wir das retten können. Hochrechnen. Sehr schön. Muss ich hier einen Hauptnenner haben. Wahrscheinlich brauchen wir echt hier mal einen Hauptnenner. 9 und 6, Hauptnenner. Sehr gut, 18. So, die Sechstel, aus denen mache ich 3 Achtzehntel, aus den Neuntel mache ich 2 Achtzehntel und dann teile ich noch hier durch die 2. Oh, wird das schrecklich. 5 36stel, das wird mein D werden. Und damit habe ich jetzt also insgesamt, mal gucken, für die spezielle Lösung der inhomogenen, das heißt der ursprünglichen Form, haben wir x von t ist gleich der hier, c mal t. C war 1 Sechstel, 1 Sechstel t plus d und d war 5 36stel. Und y von t war der hier minus 1 Drittel t minus 1 Neuntel. Eine spezielle Lösung dieses Differentialgleichungssystems. Das war Schritt 2. Schritt 1 hatten wir eben schon erledigt vorab. Schritt 2 haben wir jetzt erledigt. Ich habe eine spezielle Lösung der Differentialgleichung, beziehungsweise hier jetzt des Differentialgleichungssystems gefunden. Ich sollte nochmal klar machen, eine spezielle Lösung. Und jetzt darf ich addieren, das war Schritt 3. Und damit kriege ich die allgemeine Lösung dieses Differentialgleichungssystems. X von t, y von t. Versuche ich mal zu erinnern. Was war x von t? Ich schreibe das mal als Vektoren tatsächlich. X von t, y von t. So,
Weil eben hat man das ja mit Vektoren hingeschrieben, dann ist es etwas klarer. Ein Vielfaches von 1, 0 mal e hoch 2 mal t plus ein Vielfaches von 1, 1 mal e hoch 3 mal t. Jetzt mit irgendwelchen Vielfachen davor. Das war die Lösung für die homogene Form, die allgemeine Lösung für die homogene Form. Ich gehe mal rauf. Wo hatten wir die? Da hatten wir die. C1, C2 hatte ich das genannt. Die beiden Koeffizienten da. Also hier steht ein beliebiges C1, da steht ein beliebiges C2. Und jetzt kommt noch dazu, was hier steht. Ein Sechstel T plus 5 36stel und minus ein Drittel T minus ein Neuntel. Das wäre jetzt die allgemeine Lösung dieses Differentialgleichungssystems. Die allgemeine Lösung der homogen gemachten Differentialgleichung, des homogen gemachten Differentialgleichungssystems plus irgendeine Lösung der ursprünglichen inhomogenen Form. Und dazu müsste man, wir sind jetzt über die Zeit, dazu müsste man die Anfangsbedingungen jetzt noch einsetzen. Kannst du zumindest mal hinschreiben. Anfangsbedingungen. Ich möchte also, dass 5, 7 rauskommt. Wenn ich 0 einsetze, dann steht hier C1 mal 1, 0 mal 1 plus C2 mal 1, 1 mal e hoch 3, 0, also 1, plus, oh je, 1 Sechstel t ist 0, hier steht dann 5 36stel und unten steht minus 1 Drittel t, t ist 0, unten steht minus 1 Neuntel. Und daraus bestimmt man jetzt C1 und C2, schauen wir jetzt nicht mehr, C1 wird irgendwas sein, C2 wird irgendwas sein. Und dann haben Sie die Lösung zu der Anfangsbedingung. Also eigentlich dasselbe wie bei Differentialgleichungen, wo man nur eine Gleichung hat. Es wird natürlich hier jetzt mit den Eigenwerten, Eigenvektoren und mehreren Sachen parallel etwas eklig, aber der Grundgedanke ist derselbe.